Es gibt eine ganze Reihe versteckter LinkedIn-Funktionen, die aber sehr, sehr sinnvoll und sehr nützlich sind. Die 11 wichtigsten davon zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Felix Beilharz und in diesem Video zeige ich dir 11 sehr nützliche, aber leider ein bisschen versteckte Funktionen bei LinkedIn. LinkedIn ist ja mittlerweile eins der wichtigsten Social Networks, gerade im Business-Bereich und vor allem im B2B-Bereich eigentlich das wichtigste Netzwerk überhaupt. Und 11 coole Funktionen, die du einsetzen kannst, um dein LinkedIn besser zu nutzen, gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wir gehen mal direkt rein in LinkedIn und schauen uns mal die erste Funktion an. Die erste ist nämlich der Newsfeed. Ja, auch LinkedIn hat wie alle Social Networks einen Algorithmus, der bestimmt, welche Beiträge du siehst. Das heißt, du wirst einen Großteil der Beiträge aus deinem Netzwerk gar nicht sehen, weil der Algorithmus die eben für dich nicht ausgewählt hat. Das kannst du aber ändern. Und zwar hier oben kannst du einstellen, nicht relevanteste, also die Algorithmus ausgewählt hat, sondern aktuellste. Und dann bekommst du einen chronologischen Feed, wo alle Nachrichten deines Netzwerks der Reihe nach eben chronologisch aufgelistet sind. Vielleicht kennst du das, dass du eine Werbeanzeige bei LinkedIn siehst und dich fragst, hey, warum sehe ich diese Werbung hier eigentlich? Was hat denn die Werbung jetzt ausgelöst? Auch das kannst du bei LinkedIn dir anzeigen lassen, ganz ähnlich wie auch bei Facebook. Und zwar, wenn du hier eine Werbung irgendwo siehst, hier zum Beispiel ist keine Werbung, das ist eine normale Empfehlung. Haben wir irgendwo gerade eine Anzeige? Hier ist eine Anzeige zum Beispiel von Ingenious Technologies. Da kannst du ähnlich wie bei Facebook hier oben auf die drei Punkte draufklicken und dann hast du hier die Option, warum sehe ich diese Anzeige? Wenn du hier draufklickst, siehst du erstmal, was diese Anzeigenschaltung bei dir jetzt ausgelöst hat und auch, was du im Profil drin hast oder was deine Angaben waren, die das ausgelöst haben. Offenbar wollen sie anhand von Profilstandort Leute erreichen und bei mir offenbar eben Standort Deutschland. Und so kannst du genau sehen, eben, was haben die gemacht und targetiert, um dich zu erwischen. Haben wir noch eine Anzeige hier irgendwo gerade? Mal schauen. Hier ist eine Anzeige von Vendosoft. Mal gucken, was hier ausgelöst hat. Die wollten erreichen, aha, Jobbezeichnung, Profilstandort und Zielgruppe. Der Altersklasse ähnelt. Jobbezeichnung war offenbar Mitglied des Fachbeirats. Na, bin ich. Dann Standort eben Deutschland, bin ich auch. Und altersspezifisch. Da sagen sie allerdings nicht. Mein Abschlussjahrgang haben sie anscheinend hier irgendwie targetiert. Also so siehst du, warum du eine Werbeanzeige siehst. Und wenn du jetzt Werbung siehst, die gar nicht zu dir passt, so, wo du Werbung nicht mehr sehen willst, dieser Art, kannst du das auch einstellen. Und zwar auch am Handy und auch am Desktop. Das machst du in den Einstellungen deines Kontos unter Einstellungen. Und dann hier unter Anzeigendaten, am Handy genauso, Einstellungen und dann Anzeigendaten. Da siehst du die Interessenskategorien, also das, was targetiert werden kann, um dich zu erreichen. Das kannst du hier ändern. Du kannst hier einstellen, dass es entweder komplett weg sein soll, also dass man gar keine interessensbasierte Werbung mehr dir ausspielen kann. Da hast du zwar nicht weniger Werbung, aber eben irrelevantere Werbung. Ob das besser ist, sei mal dahingestellt. Und du kannst ganz viele einzelne Kriterien eben ausschalten, die LinkedIn dir offenbar zugewiesen hat anhand deines Verhaltens. Zum Beispiel Gesetzgebung, wenn ich dazu keine Werbung mehr sehen will, einfach den Haken rausnehmen und speichern. Und schon siehst du in Zukunft Werbung für diesen Bereich eben nicht mehr. Dann kannst du dein Profil auf den Creator-Modus umschalten. Das wird jetzt gerade nach und nach für alle ausgerollt. Das haben noch nicht alle. Aber wenn du es bereits hast, kannst du auch bereits den Creator-Modus bei dir aktivieren. Das kannst du dann in deinem LinkedIn-Profil tun. Auf deiner Profilseite kannst du hier irgendwo den Creator-Modus hier einschalten. Bei mir ist er bereits eingeschaltet. Und was dann passiert ist, dass dann zum Beispiel das im Fokus und Aktivitäten deutlich größer, also höher angezeigt wird und auch mehr Dinge hier angezeigt werden. Bei Aktivitäten fallen dann zum Beispiel deine Kommentare, deine Likes und so weiter raus und nur deine eigenen Beiträge werden eben hervorgehoben angezeigt. Und es wird umgestellt, dass nicht mehr Vernetzen die Hauptaktion ist, die man bei dir durchführen kann, sondern Follow, also dass man dir folgen kann, wie eben einem Influencer, dem man eher folgt, als dass man mit dem sich gegenseitig austauscht. Das hat auch einige andere Vorteile. Du kannst auch Hashtags angeben im Profil, für die du besser auffindbar bist. Also wenn du eher als Influencer im Businessbereich dich platzieren willst, als Netzwerk aufzubauen, kannst du das mit dem Creator-Modus bei LinkedIn tun.
Es gibt bei LinkedIn eine Möglichkeit, grob rauszufinden, wie erfolgreich du bist, also wie gut dein Profil aufgebaut ist und wie sichtbar du eigentlich bist. Das ist der LinkedIn Social Selling Index, also ein Punktwert, der aus vier verschiedenen Einzelpunktwerten besteht und der insgesamt eben angibt, wie erfolgreich du auf LinkedIn bist. Findest du unter linkedin.com/sales/ssi. Da hast du hier den LinkedIn Social Selling Index oder SSI. Das ist bei mir jetzt hier 66, damit bin ich anscheinend 2%, Top 2% meiner Branche und in meinem Netzwerk eben Top 14%, habe also offenbar auch noch einige, die da irgendwie aktiver sind als ich. Das sind vier verschiedene Bereiche, ja, zum Beispiel wie gut dein Profil bereits aufgebaut ist und wie aktiv du auf LinkedIn bist, wie gut du die LinkedIn-Tools nutzt, wie gut dein Networking ist, also einige verschiedene Daten werden hier zusammengeführt. Du kannst in jedem Bereich 25 Punkte kriegen, um dann eben in der Summe nachher 100 Punkte bekommen zu können. Hast noch ein paar mehr Daten zum Branchenvergleich oder im Netzwerkvergleich. Also wenn du mal sehen willst, wie gut du auf LinkedIn bist, dann schau dir den LinkedIn Social Selling Index an. Es gibt einen LinkedIn-Gehaltsvergleich, wo du sehen kannst, wie viel Geld du im Verhältnis zu anderen Leuten aus deiner Branche, aus deinem Beruf oder auch aus deiner Region verdienst. Also wie gut ist dein Gehalt im Vergleich zu anderen aufgebaut? Das ist der LinkedIn-Gehaltsvergleich. Man kann als Gratiskunde nur ganz grob ein paar Angaben sehen, aber man kann als Premium-Kunde von LinkedIn deutlich mehr solche Zahlen sehen hier. Du kannst es hier deinen Jobtitel eingeben und deinen Ort eingeben und dann siehst du eben zum Beispiel Softwareingenieur in Berlin-Brandenburg, da würdest du eben mit 60.000 Euro im Jahr gut abschneiden oder eben drunter oder drüber. Also kannst dich vergleichen mit anderen Positionen, die ähnlich sind wie du aus deiner Region und in deiner Branche. LinkedIn nutzt dein Profil, um dem Besucher deines Profils andere Profile vorzuschlagen und anzuzeigen, die andere Menschen ebenfalls besucht haben. Also in der Regel ähnliche wie du. Wenn Kunden zum Beispiel auf dein Profil surfen und auf Profilen anderer Beraterinnen oder Speakerinnen oder Unternehmerinnen, die ähnlich sind wie du, auch suchen, dann würden eben diese anderen Profile bei dir angezeigt werden und damit eben vielleicht deine ProfilbesucherInnen auf andere ähnliche Profile umlegen. Leiten. Wenn man das nicht will, kann man das ausstellen. Sieht so aus, hier beim Stefan ist das noch so eingestellt, da steht hier rechts ebenfalls angesehen und dann sehe ich hier auch andere Speaker, andere Unternehmer, also vielleicht ähnliche, auch Texter vielleicht, die so ähnlich sind eben wie der Stefan. Wenn man das nicht will, kann man das in den Einstellungen beenden und zwar gehst du einfach hier auf die Einstellungen und dann auf Kontoeinstellungen und da kannst du dann ebenfalls angesehen dir ändern auf Nein. Ja, auf Nein, dann würden, wie bei mir in meinem Profil zum Beispiel, einfach andere LinkedIn-Nutzer vorgeschlagen werden, aber eben nicht Leute, die auch von den gleichen Personen besucht wurden wie mein Profil, also potenziell Konkurrenten meines Profils. LinkedIn hat eine eigene Newsletter-Funktion. Das wissen viele gar nicht. Also du kannst bei LinkedIn nicht nur was posten, du kannst auch Newsletter erstellen, die andere abonnieren können und dann bekommen die eben eine Nachricht bei LinkedIn und auch eine E-Mail zugeschickt, wenn du was Neues veröffentlicht hast. Das findest du ganz einfach, wenn du was postest hier, wenn du einen Artikel schreibst. Artikel schreiben, wählst aus, als wer du schreiben willst, Person oder Seite. Und dann kannst du hier den Artikel schreiben oder eben auch einen Newsletter starten. Also schreibst einen Artikel, machst ein Newsletter draus, gibst dem Ganzen einen Titel, ein Bild und wie oft du auch hier schreiben willst, zum Beispiel täglich, wöchentlich, 14-tägig oder monatlich. Und dann kannst du das Ganze veröffentlichen später und dann kriegen alle, die es abonniert haben, eben eine E-Mail-Nachricht und auch eine Benachrichtigung bei LinkedIn. Und das Coole ist, man kann auch dann das abonnieren. Man muss also nicht dich zwingend abonnieren. Man kann auch nur obendrauf noch dein Newsletter abonnieren. Also selbst Menschen, die dir vielleicht nicht folgen wollen oder die nicht mit dir vernetzt sind, können separat dein Newsletter abonnieren. Damit hast du dann mehr Reichweite und mehr Möglichkeiten, mehr Menschen zu erreichen. Es ist leider eine Unsitte bei LinkedIn, dass Leute, die einen Post machen, einfach willkürlich andere Leute drunter markieren, damit die darauf stoßen und das eben sich angucken, also eine Art Hinweis auf den Beitrag. Das ist im Einzelfall nicht schlimm, aber wenn du jeden Tag in 3-4 Profilen oder in 3-4 Postings markiert wirst, dann nervt es irgendwann. Und ich kenne Leute, die eben das nicht möchten, die dann sagen, hey,
Am liebsten werden wir, ich kann gar nicht markiert werden. Auch das kannst du tatsächlich einstellen bei LinkedIn, dass man komplett dich gar nicht mehr markieren kann. Die Option dafür findest du auch unter Einstellungen wieder in deinem Profil, unter Einstellungen, dann unter Sichtbarkeit und dann unter Sichtbarkeit ihrer LinkedIn-Aktivitäten. Und da kannst du einstellen hier Erwähnungen oder Tags. Ja, ob man generell dich überhaupt in Fotos oder in Postings markieren kann oder nicht. Das ist eine radikale Lösung, weil das heißt, es kann halt keiner mehr dich markieren. Aber wenn es dir auf den Nerv geht oder du ein bisschen mehr Privatsphäre möchtest oder so, kannst du das hier entsprechend komplett für alle verbieten. LinkedIn hat ein Feature, was sich bei Facebook viele, viele wünschen. Bei LinkedIn gibt es das wirklich. Du kannst bei LinkedIn sehen, wer auf deinem Profil war. Wenn du gratis LinkedIn-Nutzer bist, kannst du nur die letzten 5 BesucherInnen sehen. Wenn du bezahlst, kannst du deutlich mehr sehen, immer aus den letzten 90 Tagen. Aber vielleicht willst du ja ein bisschen bei LinkedIn anonym surfen und deine Konkurrenten besuchen zum Beispiel, ohne dass sie das mitkriegen. Wenn ja, kannst du das abstellen, dass die sehen können, dass du auf ihrem Profil warst. Das geht wie so oft in den Einstellungen. Du gehst also in die Einstellungen rein und dann unter Sichtbarkeit. Da gibt es hier als erstes gleich den Reiter oder den Link Profilansichten. Und da kannst du definieren, ob man sehen soll, dass du auf dem Profil warst, was ja fürs Netzwerken und so gar nicht schlecht sein kann. Aber wenn du eben anonym bleiben möchtest, kannst du einstellen, dass man nur eine grobe Angabe über dich sehen kann, ohne Namen, ohne Bild oder aber komplett anonym, dass niemand mehr sieht, dass du auf ihren Profilen drauf warst. Und Nummer 11, ein sehr nützliches Feature für alle die, die einen komplizierteren Vor- oder Nachnamen haben, wo die Aussprache nicht so ganz klar ist vielleicht. Du kannst bei LinkedIn direkt deinen Namen auf Band sprechen und an dein Profil anheften, sodass sich andere anhören können, wie man deinen Namen eben ausspricht. Dann hast du hier neben deinem Namen so ein kleines Lautsprechersymbol. Klickt man da drauf, dann bekommt man deine Aussage zu hören, wie man deinen Namen ausspricht. Das kannst du selber auch einstellen. Allerdings geht das nur am Handy. Das geht nicht an der Desktop-Version, geht nur in iOS oder in Android. Das findest du dann hier auf deinem Profil bei LinkedIn. Kannst du hier rechts oben in dem kleinen Stift ja deine Einstellungen ändern. Und dann kannst du hier eine Audioaufnahme deines Namens hochladen. Abhören kann man es dann nachher am Handy oder am Desktop, völlig egal, aber eben aufnehmen und hochladen, das geht nur am Handy. Das waren 11 nützliche und gut versteckte Funktionen bei LinkedIn, die dein LinkedIn-Marketing ein bisschen besser, effektiver, sinnvoller, sicherer machen sollen. Wenn es dir gefallen hat, lass dir gerne einen Kommentar da, lass gerne einen Daumen da, ein Abo da, ein Like da. Bis zum nächsten Video, dein Felix Beilharz.